Training sollte immer einem Zweck dienen und mein oberster Zweck ist es, die Lebensqualität aller Teilnehmer zu steigern. Hey, es ist Martin von Critical Response. Ich möchte mit euch über die Ziele von Training sprechen. Alles, was wir tun, sollte immer zielgerichtet sein. Das heißt, wir wollen etwas Bestimmtes mit dem Unterricht, mit der Lehrmethode erreichen. Jeder kann seine eigenen Ziele aufstellen und es gibt durchaus verschiedene Varianten, die legitim sein können. Ich stelle heute meine Trainingsvariante vor und meine Trainingsziele und ich erkläre, warum ich die gewählt habe. Wichtig ist mir wie immer, dass du darüber nachdenkst, was du tust, egal ob du unterrichtest oder nur lernst. Wenn du diese Ziele verstehst, dann kannst du dein Training wiederum effizient gestalten. Also nochmal, kopiere nicht einfach nur meine Trainingsziele, sondern nimm dir die Überlegung als Beispiel und mach dir deutlich, was möchtest du selbst mit deinem eigenen Training erreichen. Für mich ist das oberste Trainingsziel immer, die Lebensqualität meiner Teilnehmer zu steigern. Das heißt, ich möchte, dass sie durch die Dinge, die sie bei mir lernen, am Ende ein besseres Leben haben als vorher. Das kann auf sehr vielen verschiedenen Art und Weisen von sich gehen. Es kann zum Beispiel einfach etwas Körperliches sein, dadurch, dass sie fitter werden, dass sie sich mehr bewegen, haben sie am Ende ein gesunderes Leben und können mehr im Alltag leisten und fühlen sich auch wohler, weil sie ein besseres Körpergefühl haben. Das kann durch fast jedes sportliches Training erreicht werden. Deshalb gehen wir hier noch einen Schritt weiter. Lebensqualität ist ganz allgemein eine Verbesserung dessen, was bis jetzt nicht so gut im Leben des Teilnehmers ist. Und gerade im Bereich der Selbstverteidigung haben wir hier eine grundlegende Verantwortung. Es gibt sehr viele Teilnehmer und die meisten kommen in eine von zwei Kategorien. Entweder mir ist etwas Schlimmes passiert und es darf nie wieder passieren oder ich habe Angst, dass mir etwas Schlimmes passiert und ich möchte vorbereitet sein. So oder so spielt in beiden Fällen meistens Angst eine Rolle und zwar die Angst vor einer Gefahr, einer Gewaltsituation, einem Übergriff, was auch immer. Das heißt, wir haben nicht nur Menschen, die für körperliches Training zu uns kommen, sondern auch Menschen, die für mentales Training zu uns kommen. Sie möchten lernen, mit dieser Angst umzugehen. Und deshalb haben wir eine hohe Verantwortung, die Lebensqualität zu steigern, die Angst zu mindern und nicht noch weiter zu verschärfen. Es ist sehr einfach, angstbasiert das eigene Training zu vermarkten und darzustellen, alles ist so gefährlich, überall könnte ein Angreifer sein, du musst lernen, dich zu verteidigen. Meistens erhöht das aber die Angst der Teilnehmer und verringert sie nicht. Und das macht das Leben unwert. Wenn ich mir immer Sorgen machen muss, hinter jedem Busch sitzt einer, der mich gleich angreift, dann gehe ich mit sehr viel Angst, mit sehr viel Paranoia und sehr viel Stress durchs Leben. Das ist nicht besonders schön. Das heißt, wir möchten, dass Training die Lebensqualität erhöht und das Leben besser macht, als es vorher war. Auf welcher Ebene das für den einzelnen Teilnehmer funktioniert, ist eine sehr spezielle Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann. Wichtig ist, das Ziel vor Augen zu behalten. Es geht nicht nur darum, Gewaltkompetenz zu lernen. Es geht nicht nur darum, gegen einen gefährlichen Angriff sich verteidigen zu können. Das ist ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck an sich. Es geht darum, Lebensqualität zu wahren. Das heißt auch zum Beispiel, dass die Härte im Training immer einem Zweck dienen muss. Wenn wir immer so aggressiv und so hart und so schnell und so doll wie möglich trainieren, ist die Chance sehr hoch, dass wir uns im Training verletzen. Und je länger wir trainieren, desto mehr Verletzungen werden wir erleben, um vielleicht einmal in unserem Leben uns gegen eine Gewaltsituation zu wehren. Die Statistik in einem Land wie Deutschland ist sehr eindeutig. Die Chance, in eine wirklich schwere Gewaltsituation zu kommen, ist sehr gering. Statistik sagt natürlich nichts für den Einzelnen aus. Trotzdem müssen wir immer dieses Verhältnis berücksichtigen. Welche Mühen nehmen wir im Training auf uns? Welche Effekte hat dieses Training? Und was steht dem gegenüber an realer Gewalt, die wir bewältigen wollen? Es ist sehr sinnvoll, Selbstverteidigung zu lernen. Aber die Gewaltkompetenz darf nicht der Selbstzweck sein, sondern die Verbesserung der Lebensqualität. Deshalb hat Training mit Gewalt und Training mit Stress sehr viele positive Nebeneffekte. Ich lerne zum Beispiel unter Stress ruhig zu bleiben, ich lerne allgemein Konflikte besser zu bewältigen. Das sind alles Dinge, die mir im Alltag helfen bei Situationen, die auch nicht besonders viel mit Gewalt zu tun haben. Das ist das Gegenstück, Angst zu stärken und sich nur auf die extreme Gewalt zu fokussieren. Meiner Meinung nach führt das nicht zu einem endgültig positiven Ziel. Die Methodik kann sehr gut sein, aber das Ziel ist nicht clever ausgewählt. Wir möchten die Lebensqualität verbessern und steigern. Ich habe dafür drei Unterkategorien, das heißt drei spezielle Ziele, auf die ich im Training immer achte, damit ich dieses ganz allgemeine Ziel der Lebensqualität erreichen kann. Und das erste ist davon das allerwichtigste, und zwar Sicherheit im Training. Wenn ich mich darauf vorbereite,
in einer ernsten Gewaltsituation mich behaupten zu können, nur um in deinem Training den Arm zu brechen, dann kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr so gut behaupten. Das heißt, jede Verletzung im Training senkt meine Wehrfähigkeit, senkt die Chance, dass ich mich im Ernstfall wirklich verteidigen kann. Plus, sie senkt meine Lebensqualität. Sich den Arm zu brechen macht einfach keinen Spaß. Das tut weh und selbst wenn es ein guter Bruch ist, ist man dann für 3 Monate unfähig, Sport zu machen, vielleicht zu arbeiten und allgemeine Fähigkeit im Leben zu machen. Das bedeutet, Verletzungen zu minimieren ist zielführend. Wir sind besser vorbereitet auf Gewalt und unsere Lebensqualität bleibt erhalten. Das ist quasi das Negative. Wenn wir Verletzungen vermeiden, dann kommen wir näher an unser Ziel heran. Verletzungen sind übrigens nicht nur physischer Natur, sondern auch emotionaler Natur. Gerade wenn ich Menschen habe, die vielleicht schon vorige Gewalterfahrungen haben und die davon unter Umständen sogar traumatisiert sind, bringt es nichts, härter an dieses Trauma reinzugehen. Wir sind keine Therapeuten, trotzdem ist es sinnvoll, das zu berücksichtigen. Die Chance ist nicht gering, Menschen mit Vorbelastung im Training zu haben. Wenn wir das Ganze am Ende verstärken, helfen wir diesen Menschen nicht. Das heißt, Verletzungen zu vermeiden gilt auf einer körperlichen und auf einer mentalen Ebene. Beides müssen wir berücksichtigen. Das nächste Ziel auf dem Weg zur besseren Lebensqualität ist ein Lerneffekt. Ich möchte, dass die Teilnehmer bei mir etwas lernen. Und zwar etwas, das zielgerichtet ist, etwas, das ihre Lebensqualität verbessert. Auch das kann auf sehr, sehr vielen Ebenen sein. Und das hängt stark davon ab, was für Training du genau veranstaltest oder woran du teilnimmst und was deine exakten inhaltlichen Ziele sind, was du vermitteln möchtest. Das heißt, es kann körperliche Gesundheit sein, es kann Stressbewältigung sein, es kann direkte Selbstverteidigung sein. Es gibt sehr, sehr viele Ziele. Aber wenn der Teilnehmer etwas lernt, das er anwenden kann oder auch nur, dass ihn unterstützt im Alltag, zum Beispiel durch bessere Muskulatur, dann erhöht sich die Lebensqualität. Dieser Lerneffekt ist das zweite Ziel, weil ich möchte, dass jemand, der in meinen Unterricht kommt und nur eine Stunde da ist, weil es gefällt ihm nicht aus irgendeinem Grund, dass er trotzdem etwas lernt, was er direkt mitnehmen kann. Deshalb habe ich zuerst Sicherheit, keine Verletzung und als zweites den Lerneffekt. Das dritte Ziel ist Spaß im Training zu haben und Spaß und Lernen geht sehr stark Hand in Hand. Das heißt, man könnte durchaus die Prioritäten anders werten. Wenn Menschen Spaß haben, dann lernen sie nämlich besser. Wenn sie besser lernen, dann steigert wieder ihre Lebensqualität. Das bedeutet, Spaß im Training ist enorm wichtig. Und zwar auf sehr, sehr vielen Ebenen. Nicht nur das reine Lernen, sondern auch einfach das Wohlfühlen, das Angenehmsein, das Spaß haben am Unterricht. Leute, die Spaß haben, kommen öfter. Das heißt, die Lerneffekte steigern sich wieder. Spaß im Unterricht öffnet die Gruppe. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer sich öffnen können und dazu beitragen können, das Lernziel zu erreichen. Kein Trainer weiß alles. Es macht Sinn, die Expertise der Teilnehmer mit reinzubringen. Das funktioniert am besten, wenn wir eine offene, lockere, spaßige Wohlfühlatmosphäre haben. Es macht auch Sinn, in dieser lockeren Atmosphäre über extrem schwere und harte Themen zu sprechen. Nochmal dran denken, wenn wir immer super ernst darüber sprechen, was für extreme Gewaltfälle passieren können, dann steigert das eher die Angst. Wenn wir eine entspannte und offene Atmosphäre schaffen, können wir über diese schweren Themen sprechen und Bewältigungsstrategien erarbeiten, ohne dass wir die Angst und die Paranoia der Teilnehmer steigern. Spaß funktioniert auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und die Frage, ob Spaß vor dem Lerneffekt steht, ist wie gesagt eine Frage der persönlichen Priorität. Es macht durchaus Sinn zu sagen, ich möchte eher Spaß als Lerneffekt haben, damit die Leute im Unterricht bleiben und dann am Ende wieder mehr lernen. Meiner persönlichen Meinung nach geht Lerneffekt etwas vor Spaß, aber das ist nur meine persönliche Wertung. Wie gesagt, wenn ich jemanden habe, der mich nicht mag, der meinen Unterricht nicht mag, was total legitim ist, soll er trotzdem etwas daraus ziehen können für sich und etwas lernen. Um das nochmal zu wiederholen, Training soll immer der Verbesserung der Lebensqualität der Teilnehmer dienen. Es ist kein Selbstzweck zu trainieren. Es dient nicht dazu, das Ego des Trainers zu stärken oder zu zeigen, was er alles kann. Es geht um den Teilnehmer. Er soll besser dastehen nach dem Training als davor. Deshalb Verletzungen jeder Art vermeiden, Lerneffekt maximieren und möglichst viel Spaß haben, damit das Training gut greift. Das sind meine obersten Trainingsziele. Mach dir klar, was deine obersten Trainingsziele sind. Hinterfrag auch ruhig die deines Trainers, damit du besser verstehst, was er macht und warum er es macht. Wie immer, trainier viel und bleib sicher.